Mal losgehen. Ups, das war das falsche Pfeil. Ich habe jetzt gerade einen normalen Pfeil genommen. Okay. Ich habe den noch drauf gehabt vom. Das ist sehr wenigstens noch früh eingefallen. Ich finde es immer cool, wenn ich dann so bum, bum. Ja, irgendwie ist komisch. Was ist denn hier oben los? Warum geht denn hier die Tür auf und zu? Ist der Automatics auch online oder sah das nur so aus? So, jetzt habe ich das mal hier. Sieht nett aus. Ein rotes Exemplar habe ich hier. Oh, halt der Maul. Fresse, Alter. So. Ich will das nicht hören. Okay. Ich meine, eigentlich kann ich auch zufrieden sein, wenn ich einfach so einen Frosch habe, ne? Jetzt muss er auch noch hübsch sein. Kannst ihn ja mal küssen, vielleicht kommt was da raus, dabei raus. Ich habe gehört, die küssen gut. Okay, will er hier nicht drüber oder was? Kleinste Kante kommt hier nicht drüber. Was ist das denn? Das geht auch rüber. So. Oh, die geht aber schnell runter, ne? Für so einen kleinen. Wie viel Level hat er denn? 3. Boah, jetzt brauche ich noch Steine, okay. Hier, Kacke. Steine hatten wir doch welche gehabt, so 3-4 Stacks. Ja, aber ich bin gerade drüben im Steinhaus. Achso. Jetzt wieder transportieren. Ich gehe da mal ein bisschen Fleisch besorgen. Haben wir eigentlich noch. Wir hatten eigentlich ganz viel Fleisch, hatte ich mitgebracht im Futterkrug draußen. Das ist dann jetzt weggegammelt. Ja, so schnell? Ja, alles weg. Ja, dauert jetzt zwar eine Weile, bis ich da bin, aber so. Didim. Nehme ich mal die Messerschmiede für. Nee. Ich brauche was Schnelles. Steht ein T-Rex vor der Haustür. Doch den. Das wäre auch eine Variante, ne? Der macht ja auf jeden Fall mehr Fleisch. Ja, das ganz sicher. Oder nimmst du einen Wolf oder Katze oder. Mach doch, was du willst. Das? Sowieso, hast du Gerümpeline eigentlich mitgenommen gehabt? Ja. Als okay. Transportesel. Weil der steht hier so rum, deswegen. Hatte ich mir gedenkt. Oh, hier ist übrigens ein Delfin. Vielleicht bin ich gerade noch gleich noch so ein bisschen zähmgeil und mach gleich noch den Delfin, der da eben bei Flipper ist. Ja, den musst du friedlich zähmen. Immer schön, ist ja das Fleisch in den letzten Ja, rein. Sind übrigens 2 oder 3 Delfine hier in der. Supi. Alter, jetzt dachte ich gerade, hier rennt ein Rex rum, Alter. Macht mich doch nicht narrisch. Seid ihr denn gerade auf dem Rex? Nur einen, der so hässlich ist. Ja, nein, ich sehe es ja noch von Weitem. Deine Mutter ist hässlich. Nein, nach der ganzen Operation nicht mehr. Jetzt ist sie ein Mann. Jetzt heißt ist sie eine Lego-Figur. Plastik. Das heißt sie Klaus. Manfred. Manfred. Ich bin gerade am Mampfen. Ich bin... Oh, Manfred! Geil, der Nebel hier. Ist das gut oder was? Geht der Nebel dann eigentlich nachher, wenn er weg ist, wird's dunkel oder was? Mal gucken, was die Uhrzeit hier sagt. Der hat aber echt Stamina 0, ne? Oh, der hat aber recht viel Stamina. Für. Der Rex? Ja. Fast, so, ich hab fast 900, aber der ist voll lahm, ey. Also voll. Dem macht man zu viele Pausen. Nach meinem Geschmack. Will ja auch nicht schmecken. Wieso? Wir hatten doch gerade eben über. Salz und was war das? Rosmarin und Thymian oder was hast du gesagt? Ja. Geredet? Denn schon. Das ging dich aber eigentlich gar nichts an. War geheim. Wo bist du gerade, Grave? Warum? Wo bist du gerade? Warum? Wo bist du gerade? Warum? Ich muss dir was Tolles zeigen. Bin am Haus und setze gerade die Felder. Guck mal genau.
Siehst du mich? Manfred! Manni! Der hängt dir fest an der kleinsten Kante. Ich komme nicht mehr weg mit dem. Guck mal. Was denn? Ups. Er hat noch keine Geländereife. Ups, ups, ups. Voll ja. drüber gerast und über den armen Frosch. So. Jetzt brauche ich, was waren das jetzt für Samen schon wieder? Oh Mann. Haben wir gesagt Stimberries? Oh, der ist schon fast ganz runter. Nehmen wir hier. So. Berries, was war das? Narkobären. Nitroberries, ja? Das haben wir gesagt. Ja, Hammer. Hammer. Alles. Und das ja, so. Alles drei zusammen. Gut, jetzt haben wir aber noch. Weißt du was, dann mache ich zweimal Metro Berries und bei den anderen einmal Narco und einmal Steam, oder? Das reicht. Mach du, du bist der Gärtner. Ja, ich überlege gerade zweimal Narco oder zweimal Metro. Ich finde eher die Metro Bären, die kriegst du eigentlich recht schnell. Das ist jetzt nichts Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach mal zweimal Narco, oder? Ja, Narco, die brauchst du eigentlich für alles, wirklich andauernd, für irgendwie jeden Mist. Ich muss jetzt auch erstmal auf meinem. Nein, noch ist Fertilizer drauf. Auch zwei große Narco-Beete ange. Narco ist das einzige, was ich jetzt noch anpflanze momentan. Achso, und wir haben doch hier diese spezielle Pflanze. Versuch doch die mal. Ja, wir brauchen erst ein großes Feld dafür. Das habe ich nicht. Dann lernen wir das auch nicht, weil ich da jetzt erst das mittlere Feld erlernen muss. Wir haben dafür zigtausend Grins. Achso, wir haben nur diese, die blaue Pausen von dem mittleren. Ja, oh, das der, große. Man kriegt ja andauernd diesen blöden Scheiß. Ich hab gedacht, das wäre einer dabei gewesen. Oh. Weiter liegt nichts. Oh ne, ich wollte gerade den Bronto angreifen, aber der ist genau über deine Eisenleitung. Nee. Ja, lass den mal. Ja gut, die Eisenleitung macht nichts. Sicher? Kriegst du noch? Ja, ja. Okay, dann greife ich nämlich jetzt gleich mal an, aber erstmal Pause machen. Und den Spiel nur fressen. Aber der hat eine mega Reichweite. Von aufpassen. Dass er mir die Komposthaufen dann platt macht. Na, da kommt es hoch. Nein, dann aufpassen, bloß nicht, dass der uns irgendwie was kaputt macht. Ja, nee. Ja, der läuft direkt zu und so. Der hat es gehört, bestimmt. Ja. Typisch Computer, die haben uns belauscht. NSA. So, jetzt darf unser Figur hier nochmal schön viel Beeren futtern. So. Landing. Pausing. Cooking. Oh, mal, der ist wieder eine. Chewing. Oh. Das ist das Neueste. Ich habe eine Eisen. Axt in dem im Spino bekommen. Das ist ja neu. Eine Eisenaxt. Sonst habe ich immer nur diese blöden Steindinger. Oh, Fiumia, dann kacken wir los. Das ist so lustig, das ist echt so lustig. Aber der ist, ich finde den Film hier, einen muss sollte man immer haben. Kacke muss man meinen. Keiner ist im wahrsten Sinne des Wortes so kacke wie er. Ich hatte gestern kurzzeitig mal einen Fiumi-Dungsbums. Achso, das hatte ich mit dem Belzebub angeschleckt. Ja, aber irgendwie nachher, der Kano hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Der war, als der mich da mit dem Belzebub durch die Gegend geschubst hat, das war nicht nett. Weil die Sattel haben wir ja genug. Wir haben, glaube ich, 5, 6, 7. Ja, ich hab auch. Ja, ich auch. Ah, ich bin umringt von Kacke. Hilfe. Wo ist der? Im Gehege. Achso, da. Wie geht's meinem. Oh. Kumpel, Mensch. Oh, ich stehe in Kacke. Komischerweise. Mehl?
Daniel. Bei den anderen Tieren steht immer Mateable. Bei den Skorpionen steht das nicht. Ich habe ein Weibchen, die legen keine Eier, habt ihr gesagt, ne? Ach so, du willst Baby-Dinger machen? Ich will, naja, aber um die Eier zu kochen. Ich kann die Eier ja genauso kochen. Ja, aber, also, das ist nämlich noch nicht drin. Du kannst noch keine kleinen machen. Ach, gibt noch keine Skorpion-Eier. Also, ja, Skorpion-Eier schon, aber halt keine Fertilized. Dann ist er... Alles für da ist ja kein Wunder, dass hier nichts passiert, ey. Deswegen habe ich die da oben reingemacht, ja. Also, damit sie sich paaren, Eier machen. Eier machen die ja von allein, wenn sie sich ein Bait-Boost haben. Das haben die ja. Das dauert halt. Bei den Stückgrünen dauert es ja auch voll lange, bis da mal eins kommt. Naja. Na ja, gut, dann kann ich jetzt hier... Ein Ei haben sie ja vorhin gelegt, deswegen dachte ich, das wäre ein. Aber ich habe auch gar nicht geguckt, ob es ein befruchtetes ist. Nee, nee. Ich habe nur gesehen, oh, hier ein Ei, alles klar, geht los. Das ist noch nicht implementiert getootet. Ach, aber so. Dafür. Ja, aber dafür alle anderen Dinosaurier schon reingestopft. Aber das brauchen wir. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir brauchen mehr Scheiße vor allem noch. Du müsstest mein Inventar sehen, ey. Du stinkst bis hier, Mann. Das tue ich auch so, da brauche ich kein Fio mehr. Mais geräuchertes Edelfleisch, das ist ja auch freundlich. Bronto nehme ich mir gleich vor, wenn ich ein bisschen Prime Meat brauche. Und dein Bronto da unten auch mit der verfälschten spanischen Fahne. Badische Fahne. Verfälschten spanischen Farbe. Fahne. Farbe, du bist auch eine Farbe. Ja, und eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ja, weil, ne? Fallen, nicht fallen, das ist die Frage. Das ist ein Frosch. Das ist ein Frosch. Gut, das ist ein Frosch. Frosch, küssen doch mal. Ich hab schon einen Frosch, den ich knüpfe. Was Level ist dein Frosch eigentlich? 30, 40? 40 irgendwas. Not bad, not bad, not bad, 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 bad. Better, aber it's bad. Better, better, bad, 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 bad. Ich finde, dass man von den Trikes, also von den Triceratops, sehr, sehr wenig besondere Farben gibt. Ja, sind alle gleich. Also. Mehr oder weniger alle gleich. Die haben vielleicht nur so eine leichte Schattierung auf dem Rücken und das war's dann auch wieder. Habe ich meinen noch angemalt, Ski. Anja. Zumindest mal auf dem Kopf. So, was auf dem Kopf hat, im Kopf. Nix. Die ist auch rausgestorben. Ich hab einen Dodo gekillt und hab ein Fleisch bekommen. Ich bin so stolz, ihn gekillt zu haben. Sag mal, der kannst du ja auch nicht. Was guckt denn der hier rüber? Den Bronto. Boah, wenn der auf den letzten Baum geht, ey, dann reiß ich hier mal alles ab, ey. Das macht dann der Bronto schon für dich. So, ist das geil. Geil, geil, geil. Und der geht aber schnell wieder fit, ne? Weil der, glaube ich, selber voll auf Drogen ist. Alle voll auf Drogen. Und du am meisten. Kann gar nicht sein. Peace. Auch noch mehr Fertilizer. Wieso? Wir hatten noch so viele. Ich hatte auch eben so viele hier drin gehabt. Auch noch mehr. Hier ist eine ganze
Kompostbin voll mit Scheiße, aber da ist kein Thatch drin. Da funktioniert das doch auch nicht, oder? Ich weiß, deswegen bin ich da auch gerade dran. Junge. Mann, ey. Junge. Nix funktioniert bei dem hier, nur alles falsch gemacht. Hätte ich nicht kontrolliert. Wäre es noch schlimmer gewesen. Wäre alles richtig gelaufen. Sind hier nur noch Standardfarben unterwegs oder was? Wir sind noch Froschsuche. Nee, jetzt bin ich gerade wieder losgeflogen, der andere ist ja fertig. Aber da hinten ist, glaube ich, wenigstens weißer. Ein weißer wäre ja schon mal ein Anfang. The only one white boy. Ist der Belzebübchen. Roten habe ich hier auch, so ein rot-grün. Weißes Schwein, Alter. Du meinst schwarzes Schwein mit weißen Pünktchen, ne? Das nee, ein weißes Schwein. Also so ein Pünktchen grau, sammelgrau. Weil ein schwarzes Schwein mit weißen Pünktchen, die sieht auch nicht schlecht aus. Ich dachte, wir hätten keinen Fiber mehr. Fiber wird langsam übrigens mal weniger, weil wir farmen nichts mehr nach. Ja. Wir müssen mal eine Sichel craften. Oder hast du schon mal eine gemacht? Ich habe schon eine. Die müssten das Midi geben. Weiß noch nicht mehr in welcher. Ah, hier, in der Holzhaus. Hier los, Alter. Alles nur so eine Standard-Fröschis. Der Weiße fand's nicht gut? Nee, der Weiße hatte sich ja dann doch als Schwein entpuppt. Ich vertue mich auch ziemlich oft, wenn ich einen Vogel sehe und dann war es naja, ein T-Rex. Er war ja recht weit weg, ne? Und warte mal, fliege ich mal zu einer anderen Seite hier. Da drüben, wo Graf damals seinen Frosch klar gemacht hat, wo auch die Krokodile sind. Mach sie alle klar. Jetzt steht er genau bei uns um. Aber so richtig rein in den Sumpf hier zwischen den Bäumen will ich da nicht dazwischen fuchteln. Du sagst, der macht das also, aber nicht kaputt, ne? Unser Eisen. Nö. Sollte er nicht. Aber wir haben da unten, wo du jetzt bist, ist Stein. Das macht er kaputt. Macht das hier ein Stein? Okay, das erkennt man nicht auf der Höhe. Oh, hier ist ja noch ein Skorpion. Das wäre natürlich auch noch was Feines. Mensch, alles auf einmal. Ja, wohl eigentlich Rechse brauchen wir keine mehr. Also ich meine jetzt bis auf den Frosch brauchen wir eigentlich ja kein Kippe mehr. Also kein Skorpionkippe mehr. Weiß nicht, ob wir jetzt noch unbedingt 10 Frösche, 10 Rechse klar machen. Rechskippel brauchen. Ja, ich meine die Rechskippel sind natürlich jetzt für alle großen Viecher recht wichtig. Ob das nun der Flieger ist, ob das nun der Floger ist, ob das nun der Flubber ist und der Schlubber ist. Balla balla ding dong. Balla balla balla. Fertilizer. Boah. 10 Meter zurück teleportiert worden. Warte mal, hier unten ist aber zufällig ein Dings. Kann man die nicht auch greifen, die Steinschläge? Ankylos. Ja? Nee, Quetzal. Okay, aber ich guck eigentlich auch eher, ne, gut, da hätte ja einen Sattel drauf, ist meine. Weil hier unten am Rand, wo die ganzen Brontos sich ineinander verketten, da ist nämlich auch ein. Rennt nämlich auch ein Steinschläger rum. Ich muss mal ganz kurz. Take all from I, huh? Mann, ich hasse das mal, wenn ich irgendwie unten drunter unter. Du hast aber wirklich alles hier drin geparkt, ne? Die ganzen Tiere, die hier um die Bude hier stehen. Ja, die kommen zu mir zurück. Ich muss mal schnell los. Transfer all was. So. Oh, passt nichts mehr in das Midi rein. Wäre das jetzt schon wieder dunkel hier eigentlich? So langsam aber versichert. Ja, ich hab da eigentlich schon die ganzen Pfeile rausgenommen. Hab da Pfeile mal rausgenommen. Wie der Platz ist, aber. Doch nicht. Ich muss nämlich mal schnell.
umgehen. Vielleicht will seine Tochter ihn ins Bett bringen. Nee, den. Den Großen hier. Wer ist der? Brontosaurus bei uns mal killen. Der ist nämlich auf die Eier gegingt. Ja, aber weh. Ah, das hat mir echt voll weh. Die Tonnen. Tonnen! Aber kein schöner Delfin da unten. Er sieht aus, als wäre ein Klärwerk gefallen. Perfekt für mich. Ja, eigentlich auch wieder mal. So, nochmal hier drüben was einflößen. Bogen! Los, schneller, 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 schneller. Taming the frog, the frog, the frog, frog. Frog the frog. Wenn ich nicht bis zum Ende schaffen. Schade. Ist ja jetzt schon fast voll. Muss ich gleich mal was Prime Meat besorgen. Die deine Füße, Mist. Das reicht mir nicht. Bis da ist er stehen geblieben. Okay. Verabreiche ich ihm nochmal ganz kurz ein bisschen Drogen. Ich werde mal ganz Primate besorgen, damit das nochmal schneller geht ein Stück. Beim nächsten Biss soll das Ding fertig sein. Zu spät. Was denn? Er hat schon Biss gemacht. Nein. Bleib beim nächsten Biss soll er fertig sein. Ist er fertig, ja? So schnell? Ja. Doch, dann komme ich wieder zurück. Ich gucke, das ist aber was länger. Nee, geht schon noch. Aber du hast gesagt, beim nächsten Biss soll er fertig sein. Da hat er gerade den nächsten Biss gemacht, der war aber noch nicht fertig. Hast du mal wieder voll gelogen. Ich kann eigentlich warten, ne? Geht eigentlich doch recht schnell. Denke ich mir mal, oder? Der frisst mich die ganze Zeit jetzt schon. Bing. Der für ein Level eigentlich, Level 3. Mhm. Kriegt vielleicht noch ein Level. Ja. Weiter bleibt. Dann würde ich den aber erstmal nur hier einsetzen. Wir sind ja am der anderen Seite vom Fluss. Hier, vom See. Da sind ab und zu mal Libellen. Ja, ich oder weiß, der Level 3 ist mir zu heftig dann da für den Sumpf. Würde ich nie machen. Wie gefällt dir die Tür, ne? Raus und rein. Ja. Arsche Loch. Also Knallgrün hat natürlich auch was. Nein. Du meinst dein Pfot, dann fiel ja eh wieder an. Und dem ist ja Wurst wieder aussieht. Ah, ne. Mal ja nicht jedes Vieh an. Stimmt auch. Und Delfin ist eigentlich auch egal, wie der aussieht. Der ist sowieso unter Wasser. Unter Wasser ist alles blau. Und dunkel. Und lila. Und türkis. Hier habe ich einen Köttel fallen lassen. Kannst du... Haben wir in unsere Kisten reingeguckt und die Kackkisten? Ich hab gesehen, voll gequetscht. Boah, Alter. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben. Was geht denn jetzt hier auf einmal gleich dunkel dann? Weit bin ich denn jetzt hier eigentlich? Eck? Ich bin in der Nähe vom gelben. Ich bin ja. Wir müssten voll eigentlich. Irgendwo. Vergessen. Ganz ehrlich, voll vergessen gerade. Mir ist nämlich wieder was anderes eingefallen. Da oben, wo du gerade das Gemüse gepflanzt hast, kannst du da nicht eine Lampe hinsetzen, die hier hereinstrahlt? Kann ich machen. Geht, ne? Ja. Aber die muss ich erst, also wenn ich die eine machen sollte, muss ich die erst erlernen. Okay. Das reicht ja, wenn du die ganz normalen Standard, diese doppelten Lampen machst. Brenne. Ich wollte gerade was gesagt haben davor, Mann.
beschissen hier. Ich habe mich ja so ein bisschen verloren in der Gegend, wo ich eigentlich hin wollte. Ey. Ich bin jetzt hier irgendwie schon fast am Vulkan gelandet. Vor allen Dingen, stell mal vor, ich hätte da jetzt einen Frosch gekriegt, Alter. Wie soll ich... Oh, hier unten ist so ein Spino im Wasser. Aber jetzt müsste ich hier nachher langsam mal eine Runde zwischenlanden. Dann müsstest du ja bei der Spino, vielleicht bist du doch bei uns. Nee, direkt, also ich bin unten am Vulkan. Ja. Also aber hoch schaffe ich es nicht mehr, deswegen suche ich mir eigentlich hier gerade irgendwas. Guck mal, da hinten ist so ein etwas höherer Fels, vielleicht sollte das was werden. Einmal fressen geht noch, dann hat er's. Jo. Der sieht nett aus, ne? Der rote? Ja. Hier, das ist ein schöner Kontrast noch zum Weißen. Mhm. Den habe ich aber gerade noch gesehen. Ich bin an dem vorbeigeflogen, habe noch geguckt, habe ihn aber umgedreht und meinte, der ist aber dunkel. Dann bin ich ganz runtergeflogen und dann habe ich gesehen, dass der knallrot ist. Jetzt müssen wir nur noch so einen Sattel. Wir hatten aber den Sattel hergestellt oder haben wir dafür eine Blaupause? Wir müssten noch einen Sattel, glaube ich, sogar haben. Aber schau mal auf der Terrasse unter den Ceilings. Oder unter der Foundation. Ich glaube, dort müssen wir noch was sein. Und damit haben wir einen Belzebufu gezähmt. Ich habe gerade mal gemerkt, ich hatte das Dossier noch gar nicht. Und Belzebufu. Ja, da mache ich halt wohl noch eine kleine Vulkanübernachtung. Ist doch auch was Nettes, so am Lagerfeuer mit Freunden. Ein Glück habe ich meinem Adler hier nicht mal was zu fressen mitgenommen. Der hat schon nur noch halb fressen. Ich meine, nur gut, ich packel kurz vorm Abbrechen. Ja. Entschuldigung. Schulz. Und es ist scheinbar eine kalte Nacht. Ja, es ist recht frostig. Also hier unten hat schon 9 Grad. Fiumir und einmal Skorpion. Und guck mal, Said ist weg und spielt Dino Day. So, nicht. Das müssen wir mal zusammenspielen. Das ist so geklappt. Das ist so schön schlecht. Hier sind schon wieder Kisten mit irgendwelchen Codes. Im Bett drin. Gerade haben wir Code angezeigt, jetzt nicht mehr. Was ist das denn für ein Quatsch hier? Nee, wir haben hier, also hier haben wir keinen. Sattel. Dann habe ich es geträumt. Und wir haben sogar zweimal Skorpionsattel. Wenn du noch einen Skorpionsattel brauchst, da hinten. Weißt du, ja. Lexi? Wir haben noch 2 Skorpionsattel. Also dann, falls ich nochmal einen Skorpion mir auf dem Wege mal mit. Weil der ist ja auch fix gezähmt. Hast du. Aber wenn, lohnt sich nur noch ein Weibchen halt. Kann jemand von euch einen Froschsattel machen? Aber. Wixi? Nein. Ich habe ja noch keinen Frosch gezähmt gehabt vorher. Achso. Hatte einen von Zed gekriegt und. Ich gucke mal. Da war ein Sattel drauf. Aber wir haben ja unten jetzt gar nicht mehr die Blaupause. Ich kann einen machen. High, Fiber, Wood und Zement fast. Machen! Ja, ich geh rüber, ich mach's drüben. Danke. Vor allen Dingen baue ich ein Gehege für einen Frosch, der hüpft mit einmal drüber. Oh mein. Ach, so ein Regen macht sich übrigens auch total gut, wenn es sowieso schon ein bisschen lauwarm ist. Mach ich mir einmal voll mit Metall voll hier und also schmelze das oben und warte. Deswegen ist es warm an den Schmelzen. Brauchst du irgendwas? Soll ich dir was vorbeibringen? Nö, oder? Ich? Ja. Oder meinst du jetzt mich? Dich. Willst du im Dunkeln zum Ding hochfliegen? Ach, ich meine, gut, ich kann auch im Dunkeln. So dunkel ist es ja nicht, ne? Ich hab damit kein Problem. Nö. Alles gut. Für mich habe ich noch 30 Bären, der Vogel muss halt hungern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Tiere bei Langstrecken noch nie gefüttert. Noch nie. Seitdem ich das Spiel jetzt hier spiele, nicht einmal gefüttert. Aber du hast doch schon mal was angegriffen mit den Vögeln. Ja. Nein, also du meinst jetzt, weil er dann unterwegs was gegessen hat. Nee. Ja.
Ich habe manchmal auch nichts im Bauch vom Flieger und scheiß drauf. Kommt er klar mit, muss er mit leben. Hey, weißt du was, ich mache mir jetzt gleich zwei Parasaurier da unten, die stehen da so schön in der Falle. Die kommt da nicht mehr raus. Nächste Folge. Ganz wie Paras. Ja, ich glaube, du hast auch echt Paras. Hast du gesehen, Licht und so? Hast du gut gemacht, Licht und so. Hab ich schon gesagt, Licht und so. Haben wir nicht gehört und so. Dann musst du dir Ohren sauber machen, Licht und so. Aber ganz gut gemacht, oh Licht und so. Und nicht so, was da Flushi hat. Gefällt mir. Dankeschön. Und der Frosch springt. Sonst wollen wir nicht so viel rein und raus gehst. Wahrscheinlich haben sie die Rennen und dann mit Erdogan. Ist das so? Ja. Anneliese klingt immer so, als wäre sie immer meckern. Die meckert auch immer. Ja, das ist auch so. Das ist eben so. Das werden auch ihre Gründe haben. Das ist halt ihr Job.